Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer weiteren Folge Starfield mit mir, den Lataxis. Ja, wir sollen uns ja hier unten auf den Planeten begeben. Und das machen wir und dann schauen wir mal, was uns da erwartet. Wir haben jetzt auch ordentlich Munition gekauft. Und dann schauen wir mal. So. So, gescannt haben wir den schon. So, das Schloss, da sollen wir hin. So, wir stehen mal eben auf. So, komm mal her. Wir haben nur einen Punkt von Moaras Pat. Ich spiele gern den Packesel für dich. Ja, ich will aber nur die Sachen haben, die will ich mir nämlich ins Schiffslager packen. Bis dann. Das ist mir dann doch etwas sicherer. So. Mal auf. Ja, die behalten wir mal, die Grendel, oder? So, die behalten wir mal. Physis 120, Energie 136. Der ist noch besser, ne, als den, den wir hier anhaben. Oh, guck mal, was der für einen Wert hat. 35.410. Wir ziehen den mal an. Nein! So, dann müssen wir uns dann gleich wiederholen. Rucksäcke. Ja. So, das ist der Kinderrucksack, ne? Der hat ein bisschen mehr Energie und EM. Genau, die Schiffsteile müssen auf jeden Fall weg. So. Und die Ressourcen hier auch. Nee, wir müssen uns ja noch ein paar Sachen wiederholen. Sachen wiederholen. Eine Menüsteuerung finde ich ein bisschen katastrophal.
So. Und sonst müsste es gewesen sein, ne? So, das müsste es gewesen sein. Dann können wir los. Auf dieser Welt sollte es jede Menge organisches Material geben. Wird auch Zeit, dass du kommst. Ich habe dir gesagt, dass du deine Zeit verschwendest, Dell. Ich halte immer mein Wort. Ich dachte, du magst Überraschung. Lass mir den Scheiß und komm zur Sache. Schlägst du dich etwa auf Mattes Seite? Ich schlage mich auf überhaupt keine Seite. Nie. Ich beobachte euch einfach nur und warte darauf, dass einer von euch einen Fehler macht, damit ich euch ausschalten kann. Und ich dachte, du magst Überraschungen. Ich hasse Überraschungen. Mach einfach, was ich sage, dann überstehst du das Ganze vielleicht, ohne zu einer Eisskulptur zu werden. Und Mathis, ich habe hier das Sagen, also halt deine Fresse. Verstanden? Schön. Also gut, hergehört. Ich sage das nämlich nur einmal. Wir sind hier, um an Informationen über Kriegs Vermächtnis zu kommen. Nicht wegen Beute. Egal, was ihr findet, denkt nicht nach. Werdet nicht kreativ. Bringt es direkt zu mir. Was? Keine Sorge, Mattis weiß gar nicht, was Denken ist. Falls das ein Witz sein soll... Ich lache nicht. Du lachst schon genug, Delgado, wenn ich ihm den Schädel mit einem Brecheisen spalte, zum Beispiel. Okay, das reicht. Wenn ihr mit der Crimson Fleet fliegen wollt, müsst ihr eine einfache Regel befolgen. Auf einem Job macht ihr genau das, was ich sage, ohne Fragen. Wenn ihr damit ein Problem habt, sagt Bescheid, dann lasse ich euch auf diesem Eisball zurück und ihr seid nach ein paar Stunden tot. Ja, ja. Ah, verstanden. Ach ja, eine Sache noch. Dein Anhang hier kann bis zu den äußeren Gefängnistüren mitkommen. Aber rein lasse ich ihn verdammt nochmal nicht. Oh, sehr schön. Dann sauge ich hier einfach die wunderbar winterliche Atmosphäre des Planeten auf, bis ich unterkühle. Der Weg vom Landeplatz zum Schloss ist recht weit, also Bewegung! So, können wir Sarah sagen? Gute Arbeit mit warte, dem Barkeeper. Nee, warte kurz du, hier, okay. Dann mal tschüss. Was war das? Gute Arbeit mit dem Barkeeper? Moment, ich habe was gehört. Ich auch. Da. Wo sehen die also von innen aus? Dann mal los! Will ihn doch nur scannen! Komm her! Manchmal kann man die
mit dem Scanner looten und manchmal nicht, ne? Ist so ein bisschen merkwürdig. Noch mehr hier. So, Sarah, du musst, glaube ich, draußen bleiben. Das finde ich zwar nicht so schön, aber... Ja, jetzt komme ich nicht hier rauf. Muss ich da noch mehr vom Scannen? Ich weiß es nicht. So viel Zeit muss sein. Zweier haben wir nicht mehr. Ach, wir brauchen ja auch noch einen Dreier, ne? Könnte der hier sein. Was? Da ist nichts drin? Glaub ich ja gar nicht. Thank you.
Die mich, boah, die Begleiter hier, die machen mich alle ganz kirre. Wo müssen wir denn hin? Da kommt irgendwas Großes, glaube ich. Dann mal los. Bleib tot. Du trägst dieses schleimige Ding, oder? Oh, überall jetzt hier Schlösser knacken, das könnte aber auf der Dauer nervig werden. So. Vierer haben wir nicht, ne? Der und der, würde ich sagen, oder? Wir eigentlich hin? Da hinten, okay. Da sind wir. Hier hat Jasper Kriggs das Fundament für die Suche nach dem Vermächtnis und für die Crimson Fleet gelegt. Das Schloss. So. Wie lang war Jasper Kriggs hier drin? Ungefähr 5 Jahre. Und angeblich hat er ab dem ersten Moment seine Flucht geplant. Okay. Hilf mir mal auf die Sprünge. Was war... Das Schloss doch gleich. Ach so, das Gefängnis hier. Ja, er muss das Ding echt zackig aufmachen. Es ist eisig hier draußen. Dann dreh mal deine Anzugheizung auf, Mathis. Da drin wird's nämlich nicht viel besser sein. Also weiter. Wir können nicht den ganzen Tag hier rumstehen. Die ID-Karte hat ein kleines Vermögen gekostet. Hoffentlich lohnt es sich. Wir sind drin. Los geht's. Kann ich die Konkurrenz einfach ausschalten hier? Nee. Darf ich was zu dieser Infiniation fragen? Ausgerechnet jetzt. Also schön. Okay. Lass uns reingehen.
bin das erste Mal in diesem Teil, also Augen offen halten. Wenn ihr irgendwas Ungewöhnliches seht, sagt Bescheid. Wenn's feindselig ist, schaltet es aus. Simpel. Wie viele Leute haben die UC hier unten eingesperrt? Mindestens ein paar hundert. Nicht sehr komfortabel, aber besser als zu versuchen, auf der Oberfläche zu überleben. Nicht viel besser. Selbst mit eingeschalteter Heizung ist das hier ein Drecksloch. Jetzt mein Gott, das ist aber ein Weichei der Mattes, ey. Und so hat die Crimson Fleet angefangen. Ja, ja, die Story kennt jedes Kind. Es ist keine Story, Mathis. Es ist Geschichte. Merkt ihr das? Und jetzt halt die Klappe und die Augen offen. Ich hab so gehört, Gefühl, dass uns hier noch was Großes drin erwartet. Ich glaube, die rennen mir nicht weg. Wir können hier ruhig in Ruhe ein bisschen. Boah, ey, muss man hier wirklich jede Kiste aufmachen? Ich glaube, der passt hier schon mal gar nicht. Was ist denn mit dem Vierer hier? Ja, der könnte passen. Dann brauchen wir noch ein Dreier. Ist aber auch kein Passender dabei. Ich glaube nicht, dass der passt. Nee. Also nochmal. Eine haben wir auch nicht dabei, ne? Nur Zweier, ein Dreier haben wir hier noch, aber der passt hier garantiert nicht rein. Ne. Der passt. Der passt. Dann müsste doch der. Guck mal, der Vierer könnte doch auch passen, ne? Welcher war das jetzt? Der? Ach Mist, der passt nicht. Kann doch nicht so. Wer sein? Ach Mist.
So könnte der auch passen, ne? Was ist der dann da? Ah, guck mal, ich glaube, so passt er. So. Nee, der passt nicht. Mein Gott, was für eine schwere Geburt hier. Ihr kostet mir zu viel Munition hier. Ah, Mann, ey. Okay. Gut, dass wir am Eingang gespeichert haben. Ah, hier unten hat er auch noch mal gespeichert. Ja, ich glaube, ich schaue mich hier nachher erstmal in Ruhe um. So, erwartet mal. Wir haben da auch Granaten dabei, ne? Ist so. Und lass uns auch mal Granaten ausrüsten. Und dann wollte ich noch mal eben schnell hier bei den Skills gucken. Ach so, den müssen wir erst... So. Da fehlt uns noch ein bisschen was. So. Kommt nur her, ihr Messviecher. Von hier oben habe ich es besser. Registriert und danach in einen Zellblock gebracht. Kannst du dir vorstellen, den Rest deines Lebens unter einer Tonne Eis festzusitzen? Ja, klar. Muss schrecklich gewesen sein. Okay. Aber besser die als wir, oder? Wartet, seid mal still. Habt ihr das gehört? Ich versuch's. Noch mehr von den Dingern? Schaltet sie alle aus. Bleib doch mal unten auf den, Mann! Und irgendwas mit der Erhöhung. Ich blute hier drüben! Deckung!
So. Jetzt nur das Schloss nochmal knacken, ne? Ist natürlich blöd. So. Aber das Gewehr liegt hier noch. Klappt auch Munition, so. Oh. Noch einmal. Was hatten wir denn hier? Ich glaube den, ne? Nee. Oh, jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, was ich hier genau hatte, ey. Das ist doch so zum... Ah, so, guck mal. Der zeigt mir jetzt blau. Will er mir dann sagen, dass das hier dann... Nee, weiß muss. Kann ich jetzt... Guck mal hier, da habe ich einen weißen, ne? Aber weiß passt hier doch gar nicht, ne? Schau mal eben. Irgendwas muss das ja jetzt mit den Farben zu bedeuten haben. So. Haben wir noch einen Vierer? Hier haben wir noch einen Vierer, ne? So. Der war das. Und der, ne? So. Ja, jetzt zeigt... Ah, okay. Jetzt zeigt er mir die Farben an Blau. Ah, okay. Jetzt habe ich es verstanden. Das ist aber weil, nur, weil ich es jetzt abgedatet habe, das Schlösserknacken. Aber der passt nicht. Oh, shit, hoffentlich... Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe hier jetzt einen Fehler gemacht. Oder? Ja. Verdammt! Eher rückgängig machen. So. Und den brauchen wir. So. Ja, ich schaue mich hier ganz in Ruhe rum. Ich lasse mich nicht treiben. So, ich glaube... Dann haben wir hier drin, haben wir alles. Die ist verschlossen, die Tür. So, da haben wir einen Computer. Oder unten. Koffer. Hier ist noch ein Helm. Okay.
Oh, hier liegen noch Credits. Waffe. Können wir den Helm nehmen? Nee. Kann ich den nicht nehmen? Ach so, mit E. Ja, manchmal ja ein bisschen verpeilt hier. So. Kriegen wir ein paar Informationen, was denn hier wohl passiert ist? Jawohl. Lims 1560 UC Nachricht. So. Dat vom Security Chef. Die Nachricht ist ein Nachtrag für das Schlosshandbuch. Absatz 17. Ankunft. Hiermit ändert sich die Prozedur bei der Gefangenenankunft wie folgt. 1. Oder erstens bestätigen der Identität des Gefangenen per DNA-Identkit und Abgleich mit vorab gesendeten Unterlagen. 2. Der Gefangene ist mit Bein- und Armfesseln von Typ 6 zu sichern. 3. Die Transportfesseln sind zu entfernen. 4. Der diensthabende Arzt führt eine Untersuchung durch und verabreicht eine komplette Impfung. 5. Der diensthabende Arzt implantiert einen subkutanen Tracking-Chip. 6. Der Gefangene ist zum Aufnahmebereich zu bringen. Na, das wollen wir doch nicht. So. Auf Bitte von Security-Chef Pritchard ergänze ich den Leitfaden zum Gefangenen-Slang um einige Einträge. Bei Fragen schickt mir eine Nachricht. Ich antworte so bald wie möglich. Tagesschicht lebenslänglich. 7 Tage Woche lebenslänglich ohne Chance auf Bewährung. In der Luftschleuse zu Tode verurteilt. Treffer, Gefängnisstrafe, Feueranzug, gelbe Gefängnisanzüge, Kühlmittel, selbstgebrannter Alkohol. Kraftpunkt. Wirkung verbotener Substanzen. Ablassen. Auf die Toilette gehen. Ja, okay, Gefängnisslang. So, hier ist die Liste der konfiszierten Güter, die wir während der Leibesvisitation der Gefangenen sichergestellt haben. Diese befinden sich nun im Beweisraum. 5 diverse selbstgefertigte Klingen, 11 diverse verbotene Substanzen, 4 Crapsticks, 2 Festplatten mit Unterhaltungsmaterial, 1 zerlegte Maschinenpistole. Ich hätte eigentlich gedacht, wir erfahren so ein bisschen, was hier passiert ist, aber bis jetzt noch nicht. So, ich glaube, wir haben dann hier alles erstmal soweit geplündert. Ne? Dann sprechen wir nochmal mit dem Chef hier. Da muss irgendwo ein Nest sein. Wahrscheinlich sind die Biester überall. Ja, und ihre Kumpels haben das Geballer sicher noch einen Kilometer weit weggehört. Du bist so ein kleiner Schisser, bist du. Hast du keine Eier oder was? Genau. Wären wir nicht mit Delgado unterwegs, würde ich dich dafür umlegen. Schluss jetzt! Wie konnte ich so blöd sein, euch beide gleichzeitig mitzunehmen? Also mal sehen. Wir sind wohl in einem Bereich für den Gefangenentransfer. Aber es ist alles abgeriegelt. Da ihr so gute Freunde seid, geht doch mit Mathis in den Kontrollraum und seht nach, ob ihr noch ein paar Türen öffnen könnt. Ja, darf ich den erschießen? Hier, mal. Ja, aber erst soll hier oben gucken. Aber ich glaube, hier oben ist nichts mehr. Weißt, traust dich alleine nicht weiter? Du Feigling. Alter, hab ich mich jetzt erschrocken hier. Was war ein Einsturz? Alter, Herzinfarkt.
Das war auch so passend, ne? Ich sag zu ihm Schisser und ich krieg einen halben Herzinfarkt. Wir sind abgeschnitten. Oh mein Gott. Ja. Hey, Dell! Hörst du mich? Dell! Scheiße. Da kommen wir nicht durch. Super, echt. Was zur Hölle machen wir jetzt? Wir halten uns an den Plan. Vielleicht können wir da irgendwie durchbrechen. Sei einfach still und lass mich nachdenken. Wir halten uns an den Plan. Den Plan? Wen interessiert der scheiß Plan? Sieh es ein. Wir sind auf uns allein gestellt. So, dann sollten wir uns weiter auf Delgados Befehl halten. Als erstes müssen wir einen Weg hier rausfinden. Hoffentlich hast du einen neuen Plan. Ich habe nämlich keinen. Lustig, dass du das erwähnst. Die Eiswand anzustarren hat mich nämlich auf eine Idee gebracht. Wir nutzen die Gelegenheit, um Delgado auszuschalten und gleichzeitig einen Batzen Credits zu verdienen. Boah, was mache ich denn jetzt, ey? Stimmen wir zu? Wir warten ab und attackieren ihn dann im richtigen Augenblick. Nicht mal der allmächtige Delgado hat eine Chance gegen uns beide. Boah, wenn das... Ich habe eine Idee, aber ich weiß nicht, ob das hier vom Spiel her, vom Skript her passt. Ich schlag mich erst auf seine Seite und in dem Moment, wo er dann Delgado angreift, rette ich Delgado. Ich höre. Dachte ich's mir doch, dass du dabei bist. Hier ist mein Plan. Tun wir mal kurz so, als hätte Delgado recht. Als gäbe es hier Informationen über Crixes Vermächtnis. Wenn wir ihn erstmal losgeworden sind, graben wir das Zeug selber aus und verkaufen alles an Neva. Dann schwimmen wir in Credits. Boah, das ist auch eine gute Frage, ne? Bist du irre? Ich bin doch nicht Delgados Spitzel. Ich reiß mir den Arsch auf, um Crimson Fleet Captain zu werden, genau wie du. Und falls es dir entgangen ist, wir sitzen beide hier fest. Wenn wir hier nicht rausfinden, meldet nie wieder irgendjemand irgendwas. Ich bin vorerst dabei. Du gehst auf Nummer sicher, hä? Ist ein gutes Recht. Wehe, du unterstützt mich nicht, wenn es soweit ist. Und jetzt suchen wir einen Weg hier raus. Ich hoffe, mein Plan geht auf. Ich hoffe, mein Plan geht auf. So, ich hau mir noch mal ein Medikit rein. Tür zum Kontrollraum. Aber ich guck mich erst hier, wie gesagt, noch mal um. Wir haben noch mal ein paar Ressourcen gefunden, finde ich gut. So, gehen wir aus dem Weg. Muss hier mal ein paar Schlösser knacken hier. So, der ist schon mal richtig. Weiß, blau und der müsste... Oh, der ist auch blau. Verdammter Mist. Ach, das ist doch schon wieder ärgerlich hier. Das ist auf jeden Fall weiß. Aber wir haben jetzt drei blaue hier, ne, die passen könnten. Wie viele haben... Pass mal. Ich guck mal eben. Der würde auch hier reinpassen. Der passt. Ja. Guck mal, der würde, glaube ich, auch hier reinpassen, ne? Boah, dann hätten wir hier drin nur noch einen Einer und einen Einer haben wir auch nicht. Haben wir einen Zweier, der hier reinpasst?
Nee, der könnte passen, ne? Warte mal. Ja, der passt. Und der passt. Rück mir nicht so auf die Pelle, mein Freund. Ich trau dir nicht. Ich muss mich dann bei Delgado bedanken, dass er uns einfach sitzen gelassen hat. Naja, der hat uns ja nicht wirklich sitzen lassen. Ich weiß auch nicht, ob das Absicht war, dass das da auf einmal einstürzt oder Zufall. Das ist eine Möglichkeit. Ja, komm, geh vor. Ich trau dir nicht, mein Freund. Wenn wir schon den Müll durchwühlen, können wir uns auch was Schönes mitnehmen. Oh, was haben wir denn hier? Mitgefangenen, mitgegangenen. Okay, Sautsch. Was zur Hölle ist bitte so wichtig, dass ich um diese Uhrzeit aus dem A-Block herkommen soll? Kennst du Jasper Crakes im D-Block? Der will ausbrechen und der will, dass ich mitkomme. Crakes glaubt echt, dass er aus dem Schloss ausbrechen kann? Warum höre ich das erst jetzt? Crakes hat es nur den paar Leuten gesagt, denen er vertraut. Wir müssen es geheim halten, sonst legt er uns um. Und warum erzählst du es mir dann bitte? Komm schon, muss ich dir das echt erklären? Weil ich dich mag, Rickard. Und will, dass du mitkommst. Wir treffen uns seit Monaten in dem Lagerraum um. Du weißt schon, ich hatte gehofft, dass da noch ein bisschen mehr ist. Mann, Sautsch. Ich wusste nicht, dass dir das so geht. Gib einfach Bescheid, dann... Oh, scheiße. Ich habe die Aufnahme nicht gestoppt. Aufnahme? Scheiße, was? Rickard! Wir treffen uns nie so spät hier unten. Ich dachte, du willst mich umbringen, okay? Dich umbringen? Himmel, nein. Ich liebe dich, okay? Muss ich es echt sagen? Tut mir leid, Baby. Ich schalte das Ding aus und entschuldige mich, okay? Okay. Dumm gelaufen. So, Ressource. Waffenwerkbank. Anzugwerkbank. Ja, aber ich glaube, wir haben gar nicht genug Mats, ne? Aber ich schau mal. Komm, wir schauen mal. Vielleicht können wir ja hier was machen. Kannst du dir vorstellen, wie wütend die Gefangenen gewesen sein müssen? Da wäre ich echt nicht gern Wache gewesen. So, im Inventar. Ach so, die kann ich jetzt aufbessern, oder was? Warte mal. E, modifizieren. Keine Mods. Ah. Stell dir vor, können wir aber nichts herstellen, ne? Okay. Ja, da muss ich mich dann auch nochmal mit auseinandersetzen, wie das genau funktioniert. Ja, ich glaube, wir müssen auch auf Planeten unbedingt Ressourcen abbauen und Stützpunkte bauen, damit wir hier überhaupt dann die Sachen auch mal nutzen können. Hast du das gehört? Nee, vergiss es. Ich drehe hier langsam durch. Der Kerl ist ganz schön nervös. Sah gerade so aus, als wenn man hier was machen könnte, aber... Dem ist nicht so. So. Hier noch irgendwas? Ja, ganz genau umschauen. Wie kann diese Dinger bei der Kälte überleben? Nichts übersehen. Schlimmste wäre es, wenn wir solche Plakate übersehen, die ein die Fähigkeiten verbessern. Ah, ich weiß. Ja, da sind wir.
Da unten müsste irgendwo Delgado rumrennen. Da waren wir vorhin auf der Plattform. Ja, ja, genau. Ich erinnere mich. Unglaublich, dass hier die Fleet angefangen hat. Das ist Geschichte, Mann. Echt krass. Oh, Leute, quatscht doch nicht immer alle gleichzeitig. Ja, ja, warte, ich geh mal erst ran. Lebt da oben noch jemand? Ihr zwei habt es also echt geschafft, ja? Es war knapp, aber wir haben überlebt. Geht ja wirklich gut los. Danke für die Warnung vor dem Einsturz. Warum bist du so überrascht? Machst du Witze? Nach dem, was gerade war? Nach dem Eisbruch wusste ich nicht, was los ist. Ich dachte, ihr zwei seid zerquetscht worden. Es war knapp, aber wir haben überlebt. Schraubt euch den Staub ab und hört zu. Wir sind offenbar hier eingesperrt, also müsst ihr zwei Dinge tun. Erstens müsst ihr weiter nach einem Weg suchen, die restlichen Türen hier unten aufzukriegen, sonst bleibe ich ewig hier. Und zweitens versucht irgendwas über Jasper Kriggs rauszukriegen. Habt ihr verstanden? So, wir haben es verstanden. Vielleicht sollen wir lieber hier auf dich warten. Wie sollen wir denn von hier oben die Türen öffnen? Woran erkenne ich, dass ich was Nützliches über Jasper Kriggs gefunden habe? Ich mach's leicht. Wenn du was findest, auf dem Kriggs oder Vermächtnis steht, dann nimm's mit. Es ist nicht so schwer. Dios mio. Muss ich euch beiden echt alles haarklein erklären? Ja. Steht im Kontrollraum für diesen Teil der Anlage. Sucht einen Schalter oder ein Terminal. Oder wünscht es euch ganz fest. Mir egal, aber beeilt euch. Ja, komm. Machen wir den auch noch. Vielleicht sollten wir lieber auf dich warten. Nein, dafür ist keine Zeit. Die Dinger, die uns angegriffen haben, sind überall. Bleibt in Bewegung. Und sag Mathis, er soll nicht auf dumme Ideen kommen, sonst weide ich ihn aus. Er ahnt schon was, was der Mathis vorhat, glaub ich. Okay. So, da haben wir noch ein Computerterminal. Aber ich schaue mich erst hier um. Ich habe echt das Gefühl, wenn wir hier was Bestimmtes machen, geht auf einmal die Action los. Ich dachte, wir machen was Lustiges, zum Beispiel eine Bank ausrauben oder so. Bank ausrauben. Und hier gibt es doch Geld. So. Ich glaube, wir haben jetzt hier alles. Kann ich den noch öffnen, den Schrank? Ja. So. Okay. Dann gehen wir hier mal an den Terminal. Abriegelung überbrücken. Überbrückung abgeschlossen. Alle Türen wurden entriegelt. So, dann lesen wir nochmal eben die Nachrichten. Vom Direktor an Abteilung für Gefangenentransporte. Antwort: Gefangenenklassifikationsprotokoll. Alle Gefangenen sind zu klassifizieren und abhängig von folgenden Kriterien zu ihren entsprechenden Inhaftierungsbereichen zu bringen. A-Block, normale Gefangene. B-Block, normale Gefangene. L bis Z. C-Block, Gewaltverbrecher. D-Block, Hochrisikogefangene. E-Block, Einzelhaft. Heute findet der Transport eines Gefangenen der Klasse 5 statt. Extrem gefährlich, gewalttätig. Jasper Kriggs. Er trifft mit Shuttle 5 und voller Eskorte ein. Dieser Gefangene ist nach der Ankunft unverzüglich zum D-Block zu bringen. Die Durchsuchung und der medizinische Check sind erst dann durchzuführen, wenn der Gefangene in Verwahrung ist. Kriggs ist schon oft aus der Gefangenschaft entkommen. Er darf nicht unterschätzt werden. Ah, okay. Abriegelungsmodus wurde widerrufen.
So, die Tür ist offen. Ich wette, die Dinger kriechen direkt hinter den Wänden rum. So, ich speichere noch mal zwischendurch. Sicher ist sicher. Und wieder knacken. Ich habe halt keine Dietriche mehr. So, der würde da passen. Haben wir einen Vierer? Wir haben Vierer. Könnte... Nee, ich glaube nicht, dass der passt. Der ist auf weiß. So. Da haben wir noch einen blauen. Muss mal gucken. Aber dann bräuchten wir noch einen Zweier, ne? Haben wir aber nicht. Wir haben hier aber noch einen Dreier. So. Das ist weiß, ne? Das ist auch blau. Warte mal. So. Ja doch, dann hätten wir den hier, ne? Nein, passt nicht. Und wenn wir den so rummachen, passt er auch nicht. Also passt eigentlich nur der. Der würde auch passen. Wir haben irgendwas wieder verkehrt gemacht. Den haben wir aber nicht. Der passt hier nicht rein, der ist auch weiß, ne? Ach shit, was haben wir jetzt gemacht? Ach, jetzt haben wir alles. Also, können wir nochmal. Okay, das war's. Mist. Okay. So, haben wir keine Dietriche mehr. Okay, das war's dann. So, Rettungsaxt. Die bezahlen uns nicht genug, um in diesem Schrotthaufen herumzuwühlen. Naja, mach mal. Locker hier. So, ich hab's schon gesehen, wo wir hin müssen. Ja, wir lesen, glaube ich, erst. So. Vom Direktor an sämtliches Personal Umweltbedingungen. Wir nehmen die Beschwerden bezüglich der unerträglichen Kälte im Schloss überaus ernst. Leider ist unsere Anlage mit einem mangelhaften Heizungssystem ausgestattet, das der Kälte nur wenig entgegensetzen kann, sodass in einigen Gefängnisbereichen um die 5 Grad Celsius herrschen. Das wäre mir auch zu kalt. Die Verwaltung ist in Kenntnis darüber, dass die Bedingungen im Schloss alles andere als ideal sind. Bis ein besseres Heizungssystem aus New Atlantis eintrifft, bitten wir um Geduld. In der Zwischenzeit werden tragbare Heizgeräte und warme Kleidung ausgeteilt. Genauere Informationen dazu hat der entsprechende Supervisor. So. Dieser Sicherheitsalarm gilt für sämtliches Personal. Manche Insassen waren dazu in der Lage, improvisierte Waffen anzufertigen.
indem sie den Permafrost von den Zellenwänden kratzen. Dazu nutzten sie Wärmespulen aus tragbaren Heizgeräten. Uns bleibt also keine Wahl, als die tragbaren Heizgeräte aus sämtlichen Zellen wieder zu entfernen. Als Ersatz werden zusätzliche Decken und warme Kleidung wie Jacken und Thermounterwäsche verteilt. Falls jemand einen Insassen im Besitz einer improvisierten Waffe erwischt, ist der blaue Alarm auszulösen, bevor ihm die Waffe abgenommen wird. So, welchen hatte ich denn jetzt? Den. Gut, dann haben wir den noch. Glückwünsche an Brian Richard, der das letzte Quiz gewonnen hat. Die neuen Fragen für diesen Monat stehen unten. Viel Glück. Welche Art von Stern pulsiert schnell, so dass Durchmesser, Temperatur und Leuchtkraft variieren? Wie wird ein Neutronenstern mit einem extra starken Magnetfeld noch genannt, der nach einer Supernova auftreten kann? Was ist der zweithellste Stern am Nachthimmel von New Atlantis? Was ist die größte Struktur im Universum? Wie wird das Diagramm genannt, das bei dem die absolute Helligkeit von Sternen gegen ihre Spektraltyp aufgetragen wird? Okay. So, Stromnetz wiederherstellen. Notstrom in Block D aktivieren. Notstrom aktiviert, Strom in Block D wiederhergestellt. Ist der schon rausgerannt? Das glaube ich ja gar nicht. Ja, die Zeit ist auch schon wieder um. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Lataxis. Bye, bye.